Kreativität und Innovation ist aber nicht nur in vorübergehenden Betrieben oder Lokalitäten möglich. Das zeigt auch das Hotel Marktgasse in Zürich. Das traditionsbehaftete Haus ist sogar älter als unsere Eidgenossenschaft. 1291 ist das Gebäude das erste Mal schriftlich erwähnt worden. Also alles andere als ein Pop-up-Laden. Das Hotel in Mitte vom Niederdörfli ist jetzt renoviert und mit dem neuen Konzept wieder eröffnet worden. Dieses Haus steht seit über 600 Jahren im Dienste der Gastronomie. Diese Historie bringt aber auch Verantwortung mit. Schließlich klingen Tradition und Innovation zwar ähnlich, werden aber nur selten im gleichen Satz genannt. Als Konzepterin von dem Haus ist mir sehr wichtig, dass wir uns überlegt haben bei jedem einzelnen Element, ob man es wirklich braucht, ob es noch zeitgemäß ist oder ob man es weglassen kann. Und die Sachen, die wir gefunden haben, mal, die müssen sein, denen haben wir wirklich ganz speziell viel Beobachtung geschenkt. Ich sage mal, es ist immer schön, wenn man Neues erschafft und trotzdem Altes dabei erhält. Oder? Das Gebäude wurde erhalten, wurde einfach aufgewertet durch diese großartige Renovation. Wir haben dann einen tollen Rahmen zum Arbeiten. Macht es noch mal um einiges schöner und spaßiger für uns. Die 600-jährige Historie wird jetzt neu belebt. Im Gastrobereich setzt das Marktgassenhotel auf drei Pfeiler. In der Balto-Bar setzt man auf die Kunst der klassischen Cocktails und innovativen Bierbrauer. Im Delisch-Café Take-Out gibt es täglich 17 Stunden Kulinarik zum Drinnen- oder Draußenschlemmen. Und im Balto-Restaurant setzt man auf Weinkompetenz und eine bewusst klein gehaltene Menükarte. Internationale Klassiker, aber reloaded. Bei den Gästen will man mit einer einfachen Strategie punkten. Ich würde sagen, mit Sicherheit mal der Wohlfühlfaktor eine Sache. Oder es ist diese ungezwungene Atmosphäre, die wir darüber bringen wollen. Ich war lang genug im Fünf-Sterne-Sektor unterwegs und habe immer wieder diese angespannte Situation erlebt und habe gesagt, jetzt wollen wir mal was machen, wo die Qualität stimmt, aber wo man trotzdem ungezwungen sich hinsetzt auf sein Glas Wein oder seinen Burger und Spaß bei der Sache hat. Die Hotellerie setzt auf Design. Die 39 Zimmer sind individuell gestaltet. Die Renovation hat bewusst historische Begebenheiten erhalten. Stuckaturen, Täferwände, Kachelöfen oder Säulen wie diese. Sie stammt aus dem 16. Jahrhundert. Das sind die zwei wichtigsten Räume, die Speissäle früher im Mittelalter. Die sind gut dekoriert worden. Zu diesen Sachen gehören die zwei Säulen. Die im oberen Etage, das ist ein ganz besonders schönes Sandstein, wo florale Muster drauf hat, wo sich so dreht, rauf, hat auch Gesichter drauf und ich sehe immer wieder ein Bienchen. Und so lautet das Fazit der Wiedereröffnung wohl etwa wie folgt. Glücklich schätzen darf sich der Gastronom, der auf Tradition zurückgreifen und sich Innovation trotzdem leisten kann.